was haben wir erlebt? Es ist, der erste Einsatz war, hat geheißen, umgestürzter Baum auf Pkw. Dann war das der erste Einsatz, da sind wir dann hingefahren. Es war dann im Endeffekt nicht ein Baum, was umgefallen ist durch den starken Wind, sondern ein halber Wald. Es waren mehrere Pkw drunter begraben. Dann haben wir bei uns im Ortsteil Zilling so ein Waldfest-Veranstaltungsgelände. Da ist eben der halbe Wald mehr oder weniger durch die starken Windböen umgestürzt und auch hat Gebäude vernichtet und so weiter. Wie gesagt, das war der erste Einsatz und dann ist das eigentlich Schlag auf Schlag gegangen. Umgestürzter Baum über die Gleis von der Westbahn, umgestürzte Bäume auf Hausdächer, umgestürzte Telegrafenmasten auf Hausdächer und so in der Art und Weise ist es dann weitergegangen. Herr Hauser, wie viele Personen waren denn hier im Einsatz von der Feuerwehr? Naja, wir waren mit knapp 30 Leuten im Einsatz, mit allen Fahrzeugen, die wir zur Verfügung gehabt haben, auch mit Gemeindefahrzeugen. Und wir haben eben die Einsatzstellen, gleichzeitig mehrere Einsatzstellen auf einmal abgearbeitet. Wie lange hat denn dieser Hagel eigentlich angedauert, also dieses Unwetter und vor allen Dingen auch, wie groß waren diese Hagelkörner? Man hat ja auf sozialen Medien hat man ja teilweise Bilder gesehen, wo einfach die ganze Straße hat ausgesehen, wie wenn man dadurch einen Eisbrecher braucht, um da durchzufahren. Wie war das bei Ihnen? Ja, der Hagel war in unserem Gemeindegebiet, das hat sich in Grenzen gehalten, das hat uns nur im einen Ortsteil ein bisschen gestraft. Hauptsächlich waren es bei uns die starken Windböen und der Starkregen. Und wie groß waren diese Hagelkörner bei Ihnen? War das dann nicht so groß, oder? Naja, die waren nicht so besonders groß. Wie gesagt, nachdem das eher so ein Randstrafe war, hat sich auch die Größe ziemlich in Grenzen gehalten. Die waren wahrscheinlich in den Nachbargemeinden noch viel größer. Herr Hauser, wenn jetzt jemand da draußen unterwegs ist, wenn so ein Unwetter kommt, wenn so Hageln kommen, was sollte man denn tun, vor allen Dingen, wenn man jetzt keinen Feuerwehrhelm auf hat? Wie kann man sich vor solchen Unwettern schützen? Ja, das ist nicht ungefährlich. Normalerweise sagt man, unter Bäumen ist man ganz gut sicher, aber in dem Fall eben gar nicht. Da muss man schauen, dass man irgendwelche Gebäude erreichen kann, Vordächer und so weiter oder Brücken, also Unterführungen und solche Sachen, da ist man eher am sichersten oder eben, wie gesagt, in Gebäuden drinnen. Okay. Gab es auch sonst irgendwelche Ausfälle wie Stromausfälle, Wasserausfälle oder irgendwelche Ausfälle der Versorgung? Nein, das war nicht der Fall. Es war kurzzeitig einmal einen gewissen Ortsteil der Stromausfall, das dann auch zu Folgeeinsätzen geführt hat. Aber wie gesagt, das war erstens nur ganz kurzfristig und zweitens war nur ein kleiner Ortsteil davon betroffen, von Stromausfall, Trinkwasserversorgung und so, solche Sachen war eigentlich nirgendwo ein Problem. Jetzt ist natürlich so, dass im Moment gerade eine enorme Hitzewelle über Österreich ist und von dem her natürlich gerade solche Hitzeunwetter eigentlich tagtäglich kommen könnten. Haben Sie da eine besondere Bereitschaft für sowas oder wie gehen Sie denn das an intern bei der Feuerwehr? Ja, das ist eine Herausforderung, weil immerhin sind wir freiwillige Feuerwehr und die Leute sind tagsüber natürlich in der Arbeit, aber Gott sei Dank sind unsere Leute sehr motiviert, dass zumindest die was zu Hause sind oder in einem Schichtbetrieb arbeiten, dass die alle was irgendwie zur Verfügung stehen, dass die so motiviert sind, dass sie bei einem Einsatz kommen. Und dann es wird dann immer besser abends, wenn die Leute von der regulären Arbeit heimkommen, dann ist eigentlich das Problem gar nicht mehr so groß. Also da haben wir jede Menge Leute zur Verfügung, Gott sei Dank. Wann war das? An der Stelle darf ich mal bei meinen ganzen Kameraden Dankeschön sagen für die Einsatzbereitschaft über das ganze Jahr. Ja, selbstverständlich. Auch ein großes Dankeschön von unserer Seite. Wann war der Einsatz dann vorbei bei Ihnen und gab es dann am Schluss noch eine gemeinsame kleine Einsatzfeier oder Nachbesprechung? Ja, Einsatzfeier, das schaut schlecht aus, gell? Überhaupt, wenn man weiß, dass nächsten Tag oder vielleicht sogar in der Früh schon wieder weitergehen kann, dann ist mit der Feier nicht so prickelnd.
Aber natürlich gibt es Übung, also Einsatznachbesprechung und die Mannschaft, was dann auch wieder komplett zusammenkommt. Es war ja nicht jeder überall, sondern da wird halt dann auch berichtet, wie das da gegangen ist und wie es durchgegangen ist, was die erlebt haben. Und wird halt das austauscht.